machen. Also Chat, damit ich euch abhole. Was ist der Plan heute? Der Plan heute ist auf jeden Fall, wir gucken uns die Höhle hier heute ein bisschen genauer an. Ich hole die ganzen Dias ab. Wir werden wahrscheinlich die Pickaxe verzaubern, ne? Dies, das. Ich habe ja letzte Woche von Maeve ein Zauberbuch geholt. Wir verzaubern die Pickaxe, eine Dia-Pickaxe, dass ich hier ein paar Diamanten raushole. Wir sammeln auf jeden Fall noch ein bisschen Lehm. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar automatische Öfen bauen, so mit Trichtern, dass wir ganz viele Ziegelsteine gecraftet bekommen von alleine, während wir hier rumlaufen und so. Und ich weiß nicht, ob wir noch dazu kommen, heute irgendwie anzufangen, was zu markieren, wo wir vielleicht was bauen wollen. I don't know. Weil wir haben ja noch ein bisschen Zeit, hier auf jeden Fall noch ein bisschen Lehm und Ziegelsteine zu sammeln. Aber ja, Plan auf jeden Fall ist gerade erstmal Pickaxe zu verzaubern. Dafür brauche ich Level 6, by the way. Ich war letztes Mal Level 6, bin gestorben. Wir sammeln die Dias ein, wir sammeln ganz viel Lehm, wir bauen uns ganz viele Öfen. Wir bauen uns ganz viele Lava. Ihr wisst schon, automatische Dinger. Und dann mal gucken, was wir heute machen. Aber das ist jetzt erstmal so der Plan für den Anfang. Mal gucken, was wir heute noch machen. Ne? Dann wird der Enderdrache geklatscht. Ne, ich glaube, ich darf den Enderdrachen nicht klatschen. Also ein Eimer Lava schmilzt bis zu 1000 Items. Ein Block Kohle nur 80. Oh, stark. Und Beastie, Dankeschön für 9 Monate. Wir klatschen ihn vermutlich diese Woche. Seht ihr, das meine ich. Ich darf den Enderdrachen nicht anfassen. Der gehört nicht mir. So, und dann... Vielleicht habe ich zu früh die Lava reingekippt. Warte, ich sollte die Lava später machen, ne? Sonst kippe ich mir gleich die ganze Lava auf den Kopf. So. Du darfst ihn mit uns zusammen anfassen. Du meinst, ich laufe euch hinterher und guck zu, wie ihr ihn tötet. Habt ihr schon das Enderportal gefunden? Wir brauchen hier noch... Wir brauchen hier Eisen auf jeden Fall. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier kein Kessel hinstelle und von oben läuft Lava runter? Wird das hier dann geflutet irgendwann? Melf stellt die Serverregeln auf. Was? Dass ohne dich er nicht gemacht wird. Ich denke nicht. Bis ich ready bin für den Enderdrachen. Lass Kegi zum Enderdrachen guiden. Ich kenne schon den Weg. Ich habe schon mal den Enderdrachen gemacht. Ich habe den Weg komplett gemacht im Stream. Okay, ich kenne das alles schon. Das habe ich hier schon alles erlebt. Kann ich unbedingt dabei sein? Ich schaue sonst immer deine Stream im Nachhinein. Schon seit vielen Jahren und wollte mich einfach dafür bedanken. Kuss, Kurana. Aber auch auf Hart? Auf Hart, ja. Auch auf Hart. Du hast 983402 Dias in der Höhle. Du kannst in 2 Minuten ready equipped sein. Ja, aber ich habe ja keine Level, ich habe keine Verzauberungen, gar nichts. Was bringt mir eine Dia-Rüstung, wenn ich dann nach 5 Sekunden sterbe? Der eine Drache macht ja super viel Damage. So. Nee, ich hätte das ruhig mal belassen können, ne? Auf Hart bist du im Loch gescheitert. Achso, das meinst du auf Hart? Ja, da bin ich ins Loch gefallen, ja.
Das war ja nicht hart, das war ja Hardcore. Das ist ja nochmal was anderes in Minecraft. Dient eigentlich Lava auch als Lichtquelle? Nee, ne? Hier kommen trotzdem Monster. So, wie viel Eisen habe ich denn noch? 4 Stück. Das reicht nicht, ne? Wir müssen gleich ein bisschen... Es gibt Licht ab, also ja. Okay, also theoretisch, wenn ich alles mit Lava ausleuchte, kommen hier, spawnen hier auch keine Monster, ne? So, wir brauchen ein bisschen Eisen, weil ich glaube, ich habe kein Eisen mehr hier. Damit wir noch ein paar Quellen machen können. Und wir brauchen ja generell auch Eisen für den Spaß hier. Oh, der Eimer ist fertig. Oh. Hier ist viel Licht direkt um dich herum, sollte nicht spawnen, okay. Gleich kommt Creeper und dann, oh man. Ich glaube, alles, was du brauchst, ist eine positive Einstellung. Die habe ich immer. Ich bin quasi Mr. Positiv. Ist ja alles hier leer, ne? Ja, wir haben 4 Eisen. Oh, ich wollte mir gerade einfach Eisen in die Brust drücken. So, lass mal schauen, ob ich kurz ein paar Eisen hier finde um die Ecke. Da oben ist Eisen. Ich werde den alten Skin vermissen. Ja, der war cool, aber der ist halt cooler. Da ist ganz viel Eisen. So ein Stück Eisen im Brustkorb, wäre schon geil. Ach du Scheiße. Ich habe Angst, darunter zu gehen. Jetzt ist die Musik viel zu leise, oder Chat? Schon mal Terraria ausprobiert? Nö. Ist das nicht einfach nur die Billo-Variante von Minecraft? Alle Terraria-Spieler getriggert. Der ist ein Spawner. Oh, scheiß drauf. Du bist die Billo-Variante von Minecraft. Nee, keine Ahnung, ich hab's nie gespielt, hat mich aber auch nie gejuckt. Sag ich mal ein bisschen lauter? Ist die Musik immer noch zu leise, Chat? Zu laut? Brauche ich jetzt meine Kiste eigentlich? Scheiße, jetzt falsch. Ja, vielleicht müssen wir dieses Konstrukt gleich umbauen und das irgendwo vernünftig hinstellen, Chat. Vielleicht müssen wir das gleich irgendwo vernünftig hinstellen, okay? Wir machen das irgendwo gleich vernünftig. Ist relativ leise, okay? Weil ich habe gerade extra leise gemacht, weil gemeint wurde, war viel zu laut. Aber Moment, scheiße, ich muss an den Ofen, ne? Weil ich muss ja... Der brennt ja immer noch, Chat. Da ist ja nichts mehr drin. Wieso brennt der immer noch? Moment, ich kann ja auch so theoretisch jetzt einfach Lava reinlegen. Wo habe ich mein Lava? Ach, der Eimer wird direkt am Anfang leer. Ah. Also das heißt, wenn diese Anzeige hier, diese Feueranzeige leer ist, dann ist es aufgebraucht. Habe ich gerade Lehm rausgeholt? Bin ich dumm? Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. Ich habe gerade Knöpfe gedrückt. Habe ich da gerade Lehm rausgeholt? Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, Chat. Ich war kurz gerade für einen Moment irgendwie, war mein Gehirn irgendwie disconnected. Da, wieso ist hier jetzt Tonklumpen durchgefallen? Du hast nur den Eimer rausgeholt. Ja, irgendwie, keine Ahnung, ich war gerade irgendwie abwesend. Den hast du da reingelegt. Siehst du, das meine ich. Ich bin gerade irgendwie war ich gerade mit meinem Kopf
ganz woanders. Bau einen Supersmelter mit Carpet-Dupern als Fuel, Alter. Let's go. Ich kann ja theoretisch jetzt... Ich weiß, was ich machen wollte, Chat. So, das wollte ich machen. Das wollte ich machen. Jetzt habe ich's. Einfach wow. Ja, sorry. Ich muss aufwachen. Ich bin gerade noch ein Schlafschaf. So, reicht? Reichen 9 Stück? Ich weiß gar nicht, wie viel brauchte man? Ich brauche ja nur 2 erstmal. Das sind sehr viele, die man braucht. Das ist ja neue Lava. So schnell geht das hier. Autsch. Ja, da traue ich mich noch nicht reinzumachen. Da mache ich einen Safety-Stein. So. Das ist ja einfach deine Farm. So schnell ist das. Bauen wir eigentlich noch eine Eisenfarm? Junge, Chat, wir werden nichts machen, ne, auf diesem Server. Kann man bei Eisen jetzt eigentlich auch mehr kriegen mit Luck? Ich denke schon, aber ich brauche halt Level 6 dafür. Wir werden halt nichts auf diesem Server erreichen, ne? Ich sehe es kommen. Wir werden nichts machen hier. Ich werde einfach jetzt hier nur Vorbereitungen machen, damit ich irgendwann was bauen kann. Und dann wird der Server zugemacht. Darauf wird es hinauslaufen, oder? War hier nicht gerade Eisen? Oh, lol. Deshalb, ja, wir müssen vielleicht kleiner denken, Chat. Vielleicht mache ich gerade alles zu viel. Vielleicht brauche ich gar nicht so viel. Aber wenn das halt dann läuft und wir dann die wichtigsten Ressourcen haben... Okay, Frage. Gibt es eine Bronzefarm? Nee, ne? Doch, man kann eine Bronzefarm bauen. Es gibt so einen Bronze-Golem, oder wie? 4. Wir brauchen 8 Stück. Ich glaube, bei mir im Ofen sind gerade... Ja, wir brauchen generell mehr Eisen. Wir brauchen generell mehr Eisen. Okay, das ist ja alles Level Up, ne? Sollten wir mitnehmen. Weil ich will ja, wenn ich ja die Ofen noch baue, da brauche ich ja diese komischen Pimmelstücke. Da brauchen wir auch Eisen, also ich muss auf jeden Fall um einiges mehr Eisen sammeln. Und ich brauche gleich noch eine Spitzhacke. Gibt Gegner, die Kupfer droppen, als ob. Als ob. Omidome, danke für 13 Monate. Als ob die Karotti. Karotti einfach, Alter. Ding, ding, ding. So, wir sind gleich Level 6. Dann lasse ich das hier noch liegen. Wir sind gleich Level 6, dann gehe ich gleich leveln. Leveln. Geh gleich verzaubern. Und dann haben wir hier viel mehr Eisen drin. Als nur 2 Blöcke.
Ich habe ja das Zauberbuch gekauft von Maeve. Glück 3 oder so, Fortune 3, glaube ich, ne? Denn das macht ja dann mehr Loot aus Blöcken. Das machen wir gleich. Ich werde auf YouTube gefragt, wann ich OnlyFans mache. Auch wenn das hier eines Tages nicht laufen würde, ne? Und ich das hier alles abbrechen und beenden muss. Würde ich vorher OnlyFans anfangen? Nee, ne? Nee. Nee. Da ist noch mehr Dias. Aber ich bin Level 6. Wir können verzaubern gehen. Ich brauche dafür einen Amboss. Dashka hatte so einen Amboss stehen gehabt bei sich. Bitte mach, brauche Abschiedsbilder. Nee, lass mal lieber. So, habe ich schon eine Spitzhacke gecraftet? Ja, habe ich schon. Das Buch ist hier. Okay, let's go. Spawn. Nee, wenn dann gehe ich irgendwie an der Kasse im Teddy arbeiten. Let's go. Boah, nee, Teddy geht nicht. Im Teddy muss ich immer mies furzen. Glück 3. Nice. Ja, oh, guck mal, wie viele Trichter hier hat. 12 Stück, ein Dia. Lol, das ist ja easy. Ich hab einen Name-Tag gefunden. Da lag einfach so einer auf dem Boden. Chat, wir holen uns für ein Dia 12 Kondome. Man braucht ja pro Dingens braucht man 3 Stück, ne? Kannst auch Eisen kaufen. Nee. Wieso soll ich Eisen kaufen, wenn ich direkt die Trichter kaufen kann? Hallo Leute, ich habe eine Frage. Mein Neffe spielt Minecraft auf der Switch. Würde gerne Mods probieren. Mods sind, soweit ich weiß, nur mit der Java-Version von Minecraft, also PC-Version, machbar. Es gibt eine Möglichkeit, von der Switch auf deinen Java-Server zu joinen. Aber kann er dann mit der Bedrock-Version überhaupt die Mods spielen bzw. die Inhalte nutzen? Weiß jemand? Ich habe leider keine Ahnung davon und Google spuckt auch nichts aus. Also, erstens, ich glaube, du kannst auf der Switch das nicht modden. Und zweitens, das klingt so, als wollte er hier auf dem Server spielen. Auch nein. Geschoppt! Lass ihn doch, ich mach nicht die Regeln. Ich würde ihn natürlich hier reinlassen, aber ich mach nicht die Regeln. Ich mache nicht die Regeln. Tut mir leid. Ich bin nicht derjenige, der die Whitelist hat. Ich würde euch alle whitelisten. Würdest du? Ich glaube, doch, doch, klar. So, Chat, bevor wir anfangen, die Öfen umzubauen, ich hol mal schnell ein paar Stacks
Lehm, damit das weiter brennen kann dort. Ich ertrinke! Hast du nur Lack für deine Schaufel? Nee. Ich glaube, bei Lehm brauchen wir keinen Lack. Du machst ein paar Blöcke kaputt und hast schon direkt 50 Stacks, Digga. Das war so, als wäre es weggespawnt. Also wenn nicht im August der Server down ist, dann machst du einen mit uns? Das hast du schon gerade damit sagen wollen. Nee, ich habe keine Ahnung von diesem ganzen Serverkram und so. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Tut mir leid. Das war's. Das waren aber weniger als 1000 Blöcke. Wer hat hier gelogen im Chat? Das waren never 1000 Blöcke. Das waren nur 100. Du hast eine 0 dazu gedichtet. Nein, 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 da stand 1000. Die habe ich nicht dazu gedichtet. Hab mich 100-mal verbessert, dass ich 100 meinte. Und ich, seht ihr? Seht ihr? Da. Er hat es falsch geschrieben. Ich habe die Verbesserung nicht gesehen. Excuse me. Tue ich hier kurz das Eisen nochmal ab. Willst du den Safe eventuell im Singleplayer weiterspielen? Nee. Nee. Ich weiß halt auch nicht, was ich. Mann. Minecraft überfordert mich so sehr, ne? Weil jetzt Deschke hat irgendwie so auf Geheimniskrämerei gemacht, dass der mit Moggy irgendwie ein großes Finale plant für den Server. Sprich, es wird dann wahrscheinlich irgendwie ein besonderes Event am Ende oder so geben. Und. Wo waren die zwei? Zwei, drei Eisen, die ich gerade gesehen hatte. Und. Oder was da oben? Nee, ne? Und. Ich weiß halt nicht, ob ich mich dafür lieber vorbereiten soll. Weil dann machen die am Ende irgendwie so ein großes Finale, wo die dann irgendwie so 20 Wardens gleichzeitig bekämpfen oder so, keine Ahnung. Das ist das große Finale und ich stehe da mit meinen Ziegelsteinen. Und denk mir, hey, cool, die haben alle Spaß. Wow. Und ich bin die ganze Zeit am Sterben. Wo waren die? Ich habe doch vorhin irgendwo Eisen hier gesehen. Ah, hier. So, das sollte jetzt reichen für den letzten Kessel. Mehr brauchen wir nicht, denke ich. Wie sehr triggert euch, dass ich die ganze Zeit so an Diamanten vorbeilaufe und die nicht einsammle? Gar nicht? Okay. Schon sehr, schon. Großes Tropfblatt! Bestimmt wird der Server am Ende auf Hardcore gestellt und die tot sind, sind dann raus. Also kann ich weiter meine Ziegelsteine basteln. Mich triggert immer der ganze Stream.
So, jetzt kann ich hier so ein Name-Tag machen. Ach, da ist schon ein Name drauf. Oh, der hat schon einen Name gemacht. Weil ich vorhin gesagt habe, dass wir ihn vielleicht Ramu nennen. Jetzt hat er einen Namen, Chat. Das ist unser kleiner Ramu. Ja, ganz weiter bist du. Ja, ganz weiter bist du. Willst du den Ozelotl fressen? Willst du den Ozelotl fressen? Können die Ozelotl fressen? Das sind doch quasi sowas wie Fische, oder? Nein, können die nicht. Nicht Ozelot, wie heißen die? Oxelotl, nicht Ozelot. Oxelotl. Oxelotl, Digga. Axelotl. Ozelot! Du wohnst wohl jetzt in der Höhle? Nein, das ist nur mein Farming Point. Für Lehm. Wir werden noch was Vernünftiges bauen. Vielleicht werden wir heute schon anfangen, was zu machen in die Richtung. So, der Step ist erledigt, Chat. Jetzt können wir... Der Eimer in der Hand ist gefährlich. Jetzt können wir ein paar mehr von diesen Konstrukten hier bauen. Ja, ich weiß nicht, ob ich noch vor dem großen Abschlussevent damit fertig werde. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Mit meinem Lehm hier. So, ich wollte hier so ein bisschen Platz haben. Dann können wir hier jetzt irgendwie so Öfen bauen. Ist das die Background-Musik von Nomori? Müsste sein, ja. Ich hab's gerade nicht offen. Das Event ist ja noch ein paar Monate hin. Ja. Das ist ja das Problem, dass es nur ein paar Monate sind. Das ist das Problem, Deschke. Was machst du da mit den ganzen Ziegelsteinen? Der Plan war, sowas wie eine Fabrik zu bauen. Ein Monat hat nur 4 Dienstage, ja? Deshalb mache ich jetzt auch mehrmals die Woche. Wie zum Beispiel Sonntag machen wir auch einen Minecraft-Stream. Wo sind meine Fäkels? Wo sind meine Fäkalien? Habe ich überhaupt noch Fackeln? Jetzt sag mir nicht, ich habe keine Fackeln mehr. Ich habe in der Höhle keine... Okay, ich habe noch ein paar. Weil ich habe in der... Du hast Lava, das stimmt. Ich habe eine Lava-Farm, Digga. Ich habe halt in der Höhle irgendwie keine Kohle gesehen. Weil Kohle wahrscheinlich immer ein bisschen weiter oben ist, ne? Ist das was für Mr. Schaufel oder ist das was für Mr. Spitzaxt? Ich glaube Mr. Spitzaxt. 8-mal im Monat und dabei musst du noch das halbe Spiel lernen, ja. Deshalb ja, wie gesagt, vielleicht treten wir ein bisschen kürzer, machen was Kleineres. Weil ich will ja an sich auch irgendwie was anderes machen als nur... Im Endeffekt will ich ja nicht nur bauen. Ich will ja auch irgendwie was erleben. Deshalb können wir dann nicht zu viel. Vielleicht war ich zu ambitioniert halt.
Diese scheiß Höhle einfach überall Dias. Der ist doch geil. Bau einfach eine kleine Fabrik. Ja, mal schauen. Doch, doch. Gundam will ich auch auf jeden Fall bauen. Das ist das Wichtigste an der ganzen Sache. Aber ich habe halt im Kopf so eine geile, riesige Fabrik irgendwie gehabt, die ich haben wollte. Aber wir machen wahrscheinlich eher eine kleine Fabrik. Also was heißt eine kleine Fabrik? Einen kleinen Landschaftspark, sagen wir so. Und dann in dem Landschaftspark wird dann so eine Startbahn sein für einen Gundam. Trichter? Ofen? Trichter? Kiste? Trichter? Kiste. Funktioniert das so, Chat? War das so? Also das ist hier der Ofen. Das Feuer. Hier kommen die Eimer rein. Und hier kommt Lehm rein. War das so richtig? Unten dann eine Kiste. Stimmt, unten kommt noch eine Kiste. Unten kommt noch eine Kiste. Ja, dass die Trichter hier, das ist egal. Mir geht es gerade darum, einfach nur die Symbole aufzuzeichnen, damit ich weiß, was ich alles brauche. Das heißt, es muss 5 Blöcke hoch sein und 2 Blöcke breit. So. Aber wir wollen dann, ja, damit ich auch oben dran komme und die ja aufgeht, müssen wir noch weiter hochgehen. Sprich 6 Blöcke. Und damit ich an diese Kiste rankomme, müsste hinten ja noch mehr sein. Sagen wir mal 4 Blöcke. Damit ich hinten hinlaufen kann. Nicht 7, 1, 2, 3, 4, 5 und dann halt einen Slot frei für, damit die Kiste aufgeht. So. Okay, das sind dann hier 1, 2, 3, 4. Ja, die Länge passt schon so, denke ich. Müsste nur hochkommen. Ja, da kann man noch hingreifen, oder? Kann man 7 Blöcke hochgreifen? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, theoretisch die Kiste für unten könnte ich ja einbauen. Eins, zwei, drei. Vier. Ich könnte die Kiste hier unten einbauen. Dann spare ich schon mal einen Block nach oben. If you catch. Wandzeichenstream. Vielleicht am Samstag. Ich habe die ganzen Sachen ausgewertet. Ihr habt mir ganz viele Vorschläge gemacht, was ich streamen soll. Hatte ich auf Discord angekündigt gehabt. Und wir werden dann Samstag ein Glücksrad haben mit ganz, ganz vielen Sachen von euch, die ihr mir zugeschickt habt, an Ideen, die ich machen soll. Und da sind unter anderem Sachen drin, dass ich irgendwas zeichnen muss. 1, 2, 3, 4, 5. Mit
Jetzt habe ich es wegen Symmetrie ein bisschen größer gemacht. Einen haben wir und 4 kann ich ja craften. Weil ich habe genau für 4 genug Zeug. Steht Pimmel auf dem Rad? Da standen einige Dinge drauf, die ich nicht reingenommen habe. Nein, meine Spitzhacke geht kaputt. Ich habe kein Eisen, glaube ich. Zum Beispiel, da war halt sehr viel so Jokey-Jokey drin. Jokey-Jokey-Kram. Wie zum Beispiel machen einen Backflip. Kann ich natürlich nicht machen. Oder irgendeiner von euch hat, ich glaube Ghost war das, hat zugeschickt, ich soll diesen Trick machen, wo man sich seinen Daumen brechen kann. Darkloud, dankeschön für 34 Monate, vielen Dank. So, sowas halt. Das werde ich ja nicht machen. Das habe ich natürlich dann rausgenommen, Chat. Tut mir zwar leid, dass ich das rausnehmen musste, aber it is what it is. Ich muss mal ein bisschen Platz machen. Wir brauchen mehr Lehm. Schwach, sag's, wie es ist. Ja, ich kann halt nicht alles. Ich bin schon ein ziemliches Multitalent, aber auch ich habe irgendwo meine Grenzen. Was für ein Trick sollte das sein? Ja, du musst irgendwie deinen Daumen deinen Daumen in deine Handfläche reinpacken und dann halt die Hand nach vorne ziehen. Tut halt schon alleine beim Probieren schon super weh. Also bei mir jedenfalls. Vielleicht gibt es bei elastischen Leuten, geht das irgendwie. Mach das lieber nicht zu sehr, okay? Jetzt habe ich hier einen Guide gegeben. Gleich gibt es ganz viele Arztbesuche. Ja, die Lushcave sieht voll hübsch aus, das stimmt. Funktioniert. Ab zum Arzt. Das tut voll weh, ja. So ein richtig ekelhaftes Gefühl. Da ist ja noch was. Oder hatte ich einfach kein Öl mehr? Kein Öl! Ich glaube, ich hätte kein Lava mehr gehabt. So, ich kann schon mal die Kisten craften. Wir brauchen noch unten 5, also 3x5, 15 Stück. Ich habe schon einen, also brauchen wir 14. Scheiße. Dann haben wir jetzt genau 14. Perfekt. Was soll eine Lushcave überhaupt sein? Gibt es die wirklich? Ja, das ist hier eine. Kannst du googeln. Das ist kein Joke oder so. Die gibt es wirklich. Funktioniert das überhaupt so, Chat, wenn die Kisten miteinander connected sind? Und das ist eine Höhle, wo unter anderem sehr viel Lehm vorkommt, Axolotls ihr zu Hause haben und sowas. So. Ach scheiße. Man muss die auch noch richtig rumdrehen. Oh boy. So, damit das symmetrischer aussieht. I guess.
Habe ich es gerade mit der Schaufel gemacht? Okay, ich habe mich schon gewundert, wieso geht das so lange kaputt? Mach ein YouTube-Tutorial, wie man sich einen Daumen bricht. Na, keine Sorge, das haben schon einige gemacht. Ich wäre nicht der Erste. So, okay. Spitzhacke brauche ich. Vergessen. Miau! Ramu, alles gut. Sowas darf man hochladen. Why not? Solange du das halt nicht wirklich machst, glaube ich, darf man das zeigen. Ich meine, Leute haben weltweit Tide Pods gefressen und sich damit gekillt. Also ja. Ich glaube, das ist egal. 1, 2, 3, 4, 5. Junge, das muss ja voll hoch sein. Habe ich mich da irgendwie vertan vielleicht? Wir brauchen 5 Öfen. Da sind die Trichter. So, und die Trichter kommen jetzt. Ich glaube, ich muss erst die Öfen packen, machen, ne? Packen! Wir müssen erst die Öfen packen, ne? Dann kann jetzt der Boden weg. Warum erst Öfen? Ja, weil ich glaube, ich kann vorher die Trichter gerade nicht platzieren. Also ich habe versucht, die Trichter zu platzieren, aber dann hat sich die Kiste geöffnet. Deshalb denke ich, muss das andersrum machen. Ich muss dabei sneaken. Ach so, stimmt, da war ja, stimmt, das habt ihr letzte Woche schon mir erklärt. So, 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 so. Ja, wir müssen hier ein bisschen breiter machen, jetzt ist es ziemlich eng. Boah, das wird richtig geil hier, Chat. Das wird richtig geil, Mann. Richtig geil, Mann. Ich bin schon so ein bisschen angegeilt gerade. So. Wir müssen mehr von der Decke wegmachen. Sie werden so schnell erwachsen, ja. Yeah. Yeah. Typischer Minecraft-Player. Dashke ist einfach dauergeil. Lille Bausk, dankeschön. Für 37 Monate. Chat, machen wir noch irgendwas? Also bevor wir heute dann den Minecraft-Part für den heutigen Stream beenden, sollen wir noch irgendwas machen? Damit die anderen Spieler wissen, dass wir noch hier existieren. Dass sie uns nicht vergessen. Bisschen griefen. Nochmal Kuchen backen, nee. Thesis Dingens, Mond sprengen, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und da muss noch höher. Ja, I guess wir bauen dann hier. Warte, die Kiste muss... Also die
Kiste muss ja dann... Hab ich mich verzählt? Ah, ich bin dumm. Ich habe den anderen Ofen vergessen abzubauen. Deshalb fehlt mir jetzt was natürlich. Aber mir fehlt generell voll viel. Kann ich nicht zählen? 3 mal 4 sind 12. Ich brauche pro Konstruktion 3 Stück. Hab ich gerade irgendwie einen Brainlag? Ja, ja, schon klar, dass ich 5 habe. Aber wenn ich jetzt die 3 zurückhole, dann habe ich ja 3 und ich brauche ja 4. Nee, dann hätte ich 4. Nee, alles gut. Alles gut. Ich habe gerade eine Ding jetzt nicht die 2 da unten gesehen. Ja, sorry. Sorry. So, theoretisch kann ich dann ja hier wieder eine Mauer bauen. Und dann wird da wahrscheinlich irgendwie eine Leiter sein oder so, dass wir die dann hochklettern, um an die Kissen ranzukommen. Hier kommen dann die Lava-Eimer rein. Und hier kommt dann jetzt... So, ne? Und dann kommen hier nochmal Kisten. Und da kommt Lehm rein. Chat, ich habe viel zu viele. Wir brauchen nicht so viele. Wir brauchen niemals so viele. Ich werde nicht mal schaffen, die alle zu befüllen. Das sind viel zu viele. Das sind viel zu viele, Mann. Holy shit. Machen wir hier noch ein bisschen breiter. Lieber zu viel als zu wenig. Machen wir hier noch ein bisschen tiefer. Damit es nicht so eng und ungemütlich ist. Dass die Lava extrahiert wird, könntest du auch komplett automatisieren. Hier, ich werde doch hier die Lava einmal reinlegen. Ach, du meinst, dass ich noch meine Lava-Konstruktion hier dran packe, oder was? Junge, was ist denn Minecraft für ein Game? Was, wenn du die ganze Maschinerie, die du jetzt hier hast, später in die Fabrik überträgst? Ja, das wird, denke ich mal, vielleicht der Plan sein später. Deshalb, vielleicht mache ich gerade ein bisschen zu viel. Und wir brauchen gar nicht so viel hier. Aber ja, theoretisch können wir das dann halt später mitnehmen. Jetzt ein bisschen symmetrischer machen. Hey! So. Okay. Die Zeiten, als Hopper über den Kisten noch Hightech war. Ja, für mich ist das hier alles Hightech.
Er verbaut einfach eine Fabrik für die Fabrik, halt wirklich. Bibu, Bibu. Ja, ich hätte vielleicht das andersrum bauen sollen, Chat. Dass wenn man in den Raum reinkommt, man direkt die Leiter hochgeht, ne? Naja, ist egal. Wir brauchen eh beide Seiten. Ich muss ja auch von hier aus das Zeug rausholen. Ist eigentlich egal. Effizienz für Versager. Ja. So. Ja. Dann müssen wir jetzt den Spaß da hinten abbauen. Kann ich das Feuer zurück in den Eimer packen? Ah, das Feuer ist gleich eh weg. Und hier sind... Wieso habe ich da gerade eigentlich so viele Öfen gecraftet? Ich hätte auch einfach die hier nehmen können. Naja. Naja. Habe ich noch leere Eimer? Ja, wir müssen die langsam in Betrieb nehmen. Weil ich glaube, meine Lava ist schon hier fertig. Und ich habe nur einen Eimer. Es ist alles überfordernd! Wenn ich könnte, würde ich deinem Haus einen Glow abgeben. Ich habe noch kein Haus. Ich habe noch kein Haus. Seit wann hat denn die Schrift im Streamchat Umrandung? Seit heute. Meint ihr, ich kann das hier irgendwie verbinden? Lass mal mit der Kartoffel abbauen. Ich kann das irgendwie verbinden mit dem Loch da unten bei mir. Mama! Ja, Ramu. Wir werden angegriffen. Da ist ein Raid draußen. Ich weiß nicht, wie weit das weg ist. Dass wir theoretisch das verbinden, dass ich dann nicht immer jedes Mal aus dem Haus rausgehen muss, sondern direkt... Wisst ihr, was ich meine? Das Lied ist aus Sable. Also mir gefällt dein Haus. Ich habe noch kein Haus. Katze, alles wird gut. Oh, oh, da war ein Namensschild, Deschke. Emre, danke schön für 41 Monate. Er hat mir extra ein Namensschild gecraftet. Gesucht. Das sagte ich dir letzte Woche perfekt. Jumpscare! Boah, erschreck mich doch nicht so! Wieso habe ich jetzt zwei Sachen in der Hand? Oh lol. Wie habe ich das denn gemacht? So, wir verbinden das hier nochmal kurz. Denn es
Sub-Member sind ja übelst lange dabei. Immer voll nice, dass du so unterstützt wirst. Ja. Kuss an euch, Chat, dass ihr so lange dabei seid. Aber ich bin auch schon sehr lange am Stream. So, ich denke, wir machen dann hier so eine Decke. Dass ich halt nicht immer direkt immer, also dass ich nicht jedes Mal rauslaufen muss, dass ich hier so eine kleine Connection habe. Ist halt alles ein bisschen umständlich, weit auseinandergebaut, aber hey. Wird hier keinen Schönheitspreis gewinnen, Digga. Okay. Aber soll es auch nicht. Das ist nicht unser Ziel. So. Und dann mache ich hier eine geile Tür. Eine geile. Keine normale. Eine geile. Ah, hier brauchen wir noch eine Decke, ne? So, ist zu. Was ist das denn? Es war zu. Ja, machen wir von oben gleich. So, das passt, oder? Okay. Ja, hier stößt man sich so ein bisschen auf den Kopf. Wunderschön. Wunderschön. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Wunderschön. Noch nie was Schöneres gesehen. Guck mal, das hier. Das ist hier Deko. Digga, wieso kommt da so viel runter? Zack, 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 zack. So. Okay. Dann bauen wir mal den Spaß jetzt hier ab, ne? Gehalt kann man farmen, indem man Sub bei Keggies, genau. Das, was er sagt. Schau mal in den Spiegel, dann siehst du was Schöneres. Nee, das ist hier viel zu schön. Das ist keine Druckplatte. Ich habe vergessen, wie eine Druckplatte geht. Hallo. Druck. Ach so, lol, das ist ja voll einfach. So. Irgendwann werde ich Türen verstehen. So.
So. Okay. Wir haben's. Der Mann drückt Knöpfe. Nehmt ihn die Tastatur weg. Moggy ist auch da. Ich glaube, die planen jetzt den Raid auf den Enderdrachen. Okay, wir bauen jetzt die eine um, ne? Endlich die hier, den Ofen endlich hier weg. Den bauen wir jetzt endlich ab. Warte, das Zeug unten ist ja angekommen. Oh mein Gott, Super Zombie. Oh mein Gott, wie stark der ist. Ich habe noch nicht mal eine Full-Rüstung. Oh, wird ein bisschen knappi. Im Inventar. Und Maeve ist auch da, die planen wirklich jetzt den Enderdrachen zu töten, Chat. Das war viel da drin. Hey Maeve. Ja, ich bring kurz den Lehm weg, dann hab ich wieder Platz. Wir sehen den Chat nicht. Soll das so? Wie, die sieht den Chat nicht? Da ist er doch. Ach, ihr meint den Spaßi-Chat da unten. Sorry. Den Spaßi-Chat vor allem. Das ist schon der einzige Sieger. Riech mal hoch hier. So, dann machen wir den Spaß hier zu. Ja, Ramo, alles gut. Hast bestimmt Hunger, ne? Pech gehabt, gibt kein Essen. Wir sind in der Lush Cave, hier gibt's keine Fische. Hier gibt's nur Axolotl. Pass dich an. Oder werd vegan. So. Dann bauen wir den Spaß hier noch hier hin. Junge, das sind viel zu viele, Mann. Das ist viel zu viel. Das ist einfach viel zu viel. Das ist viel zu viel, Mann. Was soll ich damit? Das ist viel zu viel, Mann. Das ist viel zu viel. Das ist viel zu viel. Ja. Das ist einfach viel zu viel, Mann. Hab ich noch? Da ist noch einer. Junge, was soll ich damit machen, ne? Die Fabrik wird niemals stehen, ne? Server ist bald schon zu. Ich baue immer noch an der Vorbereitung für die Fabrik. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Ich denke mal, drei reichen erstmal, ne? Wieso gehen die direkt weg, Chat? Ach, der geht direkt da rein, okay. Das ergibt Sinn. So, so. Moment, ich hab da noch ein Stack. So. Okay, dann holen wir die leeren Eimer ab. Zack. Zack.
dann haben wir ganz viele Ziegelsteine. So, jetzt können wir anfangen, Leute. Jetzt können wir anfangen, ein bisschen mehr Lehm zu sammeln. Und dann alles abbrennen lassen. Du baust doch gerade deine Fabrik, oder nicht? Nee, fast. Achso, Moment, die kann man auch einfach hier stacken, ne? Hä, wo sind die hin? Hä? Wo sind die hin, Chat? Das ist ja nur ein Eimer. Ach, im Trichter. Oh. Die gehen in den Trichter. Ah, okay. Das ist die Fabrik, um die Fabrik zu bauen, genau. Ich habe leider kein Eisen, um mir ein paar Eisenschaufeln zu craften. Aber damit können wir auf jeden Fall jetzt ein großes Stück auf jeden Fall an Lehm sammeln. Spitzhacke nehme ich mit. Vielleicht finde ich noch gleich Eisen. Du brauchst aber noch Mörtel, um die Ziegelsteinblöcke miteinander zu verbinden. Nö, brauche ich nicht. Hör auf, mich zu verarschen. So doof bin ich auch nicht. So, let's go! Lehm! Wir brauchen ganz viel Lehm. Gibt es irgendwo Lehm, wo ich nicht tauchen muss? Muss ich gleich mal schauen. Wo ich einfach so eine Wand abbauen kann. Den Kran nicht vergessen, der kommt noch. Hier, eine geile Wand. Geil, einfach geil, ey. Boah, die Blätter gehen kaputt, oder was? Da kommt ja auch Wasser runter. Wer bist du denn? Oh mein Gott. Snaxelottel, alles gut. Die Minecraft-Welt ist groß und gefährlich, okay? Auftauchen? Junge, das ganze Wasser. Wieso gibt es hier so viel Wasser? Ich meine, sonst wäre hier kein Leben, ne? Aber ja. Eine verzauberte Schaufel wäre jetzt schon geil, welche mehr Loot gibt. Wir können uns theoretisch auch eine Dierschaufel machen. Mit Verzauberung. Dann gehen wir bei Maeve gleich vielleicht shoppen oder so. Ich habe ja wieder 6 Level. Vor allem dann bin ich auch mit der Dierspitzhacke schneller am Abbauen. Dann geht es hier ruckzucki. Ruckizucki. Meint der Dashkin nicht, dass das mit Leben nicht geht? Ach stimmt, da war ja irgendwas. Ja, dann vielleicht eine Dierhacke mit Efficiency? Oder was war das, dass die nicht kaputt geht? Nicht so schnell kaputt geht? War das Efficiency? Das war Unbreaking, okay. Unbreak my heart. Reep du. Aber Efficiency ist dann wahrscheinlich schnelleres Abbauen, ne? Aber I guess bei Lehm brauche ich nicht unbedingt Efficiency, oder? Eher Unbreaking, oder?
Oder was meinen Sie, was wäre nicer? Weil das geht ja schon recht schnell kaputt mit der Eisendingens. Und jetzt habe ich noch eine Dia. Und mit der Dia wird es ja wahrscheinlich auch noch recht schnell gehen. Beides. Aber kann ich beides draufpacken? Ich habe vergessen, wie das mit dem Zerzaubern ging. Und ich habe nur 10 Level. Beides ist krank. Ich habe halt vergessen, wie das mit dem Upgraden ging. Junge, ist das ein riesiges Axolotl da drin? Axolotl Mama. Du kannst 2 Bücher in einem Amboss zusammentun. Deschke verkauft Shuffle mit Effizienz 2 und Unbreak. Junge, der hat einfach sich vorbereitet für mich. Einfach mich gestreamsniped, gewusst, was ich brauche demnächst und hat direkt schon Angebot-Nachfrage gemacht. Der Laden ist nur für mich. Jetzt habe ich schon eine Schaufel gemacht. Wann kommt Terraria? Niemals. Ist ja nur 2. Das ist ja Trash. Hallöchen! Sei gegrüßt. Ich glaube, ich war zu cringe, deshalb hat er nicht geantwortet, ne? Zombie meint, dass du die Schnauze halten sollst. Autsch. Als ob Johnny den Kuchen gefunden hat. Ich hoffe, der ist noch gut. Oh. Das mit veganen Eiern. Der hält länger. Oh, falsch. Juhu, das geht ja richtig ab hier. Flotti Karotti, Alter. Fluchtmanöver. Junge, wieso kriege ich... Jetzt kommen alle online. Ist gerade irgendwie ein Event oder so? Von dem ich nichts weiß. Jetzt kommen alle online. Das finale Event ist jetzt schon. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich habe noch nicht mal Ziegelsteine. Junge, das ist hier so viel Lehm. Ich sollte Ziegelsteine verkaufen, oder?
Niemand hat dir Bescheid gesagt, deswegen redet auch niemand mit dir. Ja, ich glaube auch. Junge, das ganze Wasser! Wieso ist hier so viel Wasser? Wasser! Kein Wasser! Und Krisra, dankeschön für 6 Monate. Mach doch das Wasser weg. Ja, ich bin nicht so der Minecraft-Experte. Ich bin mir nicht sicher, wo hier die Quelle ist. Müsste, denke ich, irgendwo hier oben sein, oder? Aber ich habe keine Blöcke dabei. Mein ganzes Leben! Meine Kohlköpfe! Wo ist meine Axt hin? Meine Axt ist weg. Ich kann dich nicht wegschlitzen. So, wir gehen kurz das Leben da reinballern. Wir haben jetzt ein bisschen wieder was gesammelt. So. Letztens das VOD von Mario 3D Land geschaut und hast du eigentlich den besseren Twitch-Vertrag? Ja, hab ich schon. Schon durch. Seit. Okay, ist irgendein Insekt gekommen. Anfang des Jahres. Drei. Okay. Eimer haben wir noch drin, die brennen noch, alles gut, ne? Sind schon ein paar Eimer ready? Ne, die Eimer halten lange, Mann. Die Eimer halten lange. Ziegelsteinfarm zu einer Ziegelsteinfabrik für einen Ziegelsteinladen. Effizienz auf avantgardistischem Niveau, genau. Junge, spricht einfach wie Goethe. Ich wollte ein paar Blöcke mitnehmen. Tazi, danke schön für 39 Monate. Damit ich irgendwie das Wasser da oben loswerde oder so. Was habe ich gerade verpasst, wie ich super viel Lehm abgebaut habe? Ich verstehe halt nicht, wo jetzt hier die Wasserquelle ist. Das Wasser ist so komisch hier. Was soll jetzt hier die Wasserquelle sein? Sie hat mehrere Quellen. Aber wieso schwebt sie einfach in der Luft? Wieso sinkt sie nicht? Ist sie nicht ein Block zu hoch? Ich habe das Gefühl, die ist ein Block zu hoch irgendwie. Oder kann sie auch theoretisch mittendrin eine Quelle haben? Oh. Oder muss das immer ganz oben sein? Okay, die ist bestimmt hier irgendwo. Aha. So. Haben wir's? Hier ist noch irgendwo eine Quelle. Junge, was ist das?
Ich dachte kurz, da steht ein Creeper. Ey. Okay, das ist zu viel hier. Da muss ich den ganzen Boden hier zubauen. Okay, hier ist weg. Das heißt, die linke Seite können wir komplett in Ruhe abbauen. Oh, da sind Dias. Naja, ich habe es jetzt abgegrenzt, den einen Teil. Dass ich jetzt hier... Wo kommt das Wasser her? Haben wir Ruhe? Wasser! Kein Wasser. Junge, ist das Wasser nervig. Aber wird. Das wird schon. Da unten ist noch mehr Wasser. Während ich hier mit Wasser kämpfe, hören wir gerade City of Tears, wie das Lied heißt. Das sind alles Tränen der toten Axolotl. City of Tears oder so, ne? War hier nicht so ein Typ? Ein Typ? Bisschen Licht für euch, Chat, damit ihr auch was seht. Geht's dir gut? Mir geht's blendend. Nein, Wasser, mir geht's gar nicht gut. Mir geht's katastrophal scheiße. Streaming eigentlich dein Beruf oder machst du momentan auch was anderes? YouTube mache ich noch. Ich mache alles, was du willst. Wo siehst du dich in 10 Jahren? Sind wir soweit? Müssen wir jetzt darüber reden? Ich habe gehofft, wir können diesem Thema ganz lange entgehen. Klingt so lecker irgendwie, ne? Wenn man diese Blöcke kaputt macht, als würde man die irgendwie essen. Wie isst du? Genauso. Wasser ist echt lästig, ne? Ich habe nach dem Lava gar nicht geschaut. Nach der Lava. Ob da neue ist. Ach stimmt, ich hatte auch gar keine Eimer frei. Da war ja was, ne?
Ich habe keine Ideen, was ich essen soll. Hast du Denkanstöße? Wird im YouTube-Chat gefragt. Leute, im YouTube-Chat wird gefragt, was heute gegessen wird. Denkanstöße, Chat. Haut mal Denkanstöße raus. Was DJ Lee heute essen soll. 3, 3, 3, 2, 2, 2, noch ein. Süßkartoffel-Chili. Mm. Was Leckeres ist stark, ne? Wraps geil mit allem belegen, was du willst. Boah, Wraps sind auch so ein geiler Scheiß, ne? So ein geiler Scheiß. Die kannst du immer so easy einfach machen. Mit irgendeiner Scheiße belegen ist immer geil. Mit irgendeiner Scheiße, Digga. Wasser. Schmackhaft. Äußerst schmackhaft. Nur 3 Eimer? Wraps mit Wasser, Alter. Starke Kombination. Ist ganz schön dunkel, wenn hier kein Lava ist, ne? Kennt ihr dieses eine Video von einem Typen, der so so ein Gericht zubereitet mit ganz vielen Eiswürfeln? Ich glaube, das haben wir sogar im Stream vor kurzem mal gesehen. Ich kann auch. Nee. 3 neue Eimer, ne? 1, 2, 3. Chat, was meint ihr, wie viel Ziegel brauchen wir? Miau. Alle. Oh ne, das war zum Glück nur so, ne? Ey. Leute, wir werden nie diese Höhle verlassen. August schließt der Server, ne? Wir werden nie diese Höhle verlassen. Ja, yeah, das, was ich habe, ist halt wirklich nichts. Das sind jetzt 3 Stacks. Das ist gar nichts. Du wirst es krass unterschätzen, wie viel du brauchst. Ich unterschätze es nicht. Ich habe gerade die Realisation bekommen. Unterschätzen wird hier jetzt gar nichts mehr. Ja, aber wir werden ja die Fabrik nicht nur aus den Steinen bauen. Wir kombinieren das ja mit anderen Steinen. Sowas wie Pfeiler oder sowas, dass die dann aus anderen Steinen sind oder so. Das wird ja dann, sonst sieht das ja voll scheiße aus, wenn der ganze Block einfach nur aus Ziegeln besteht. Wenn ein Gebäude komplett aus Ziegeln besteht. Wir müssen das kombinieren mit anderen Blöcken und so. Aber ja, schon mal für den Anfang halt, ne, ein bisschen was zusammensammeln. Ziegel nur für die Fassade, genau. Und dann brauchen wir noch ganz viel Bronze und ganz viel Eisen. Brauchen wir auch noch, ne? Eisen halt für so Gitter. Für so Gitterkram. Und Bronze oder Kupfer halt, ne, für die Kupferblöcke.
Aber da beides kann man ja eine Farm machen. Das wird dann ganz easy sein, ne? Da müssen wir dann nicht aktiv rumlaufen, irgendwas sammeln. Wie kompliziert ist das, so eine Kupferfarm zu machen? Also wie selten ist dieses Monster, was das macht? Ich meine, wir haben ja schon quasi für unseren Landschaftspark schon mal zwei Fabriken. Eine Fabrik, da ist die Eisenfarm drin. Und die andere Fabrik, da ist dann halt die Kupferfarm drin. Kupfer musst du abbauen. Nee, es wurde vorhin im Chat gemeint, es gibt Mobs, die droppen das. Dann kann man das daraus irgendwie eine Farm bauen. Mobs, der Hund, genau, Mobs, der Hund. Ach, Poppy. Weiß nicht, wie nervig die in der Version wurden. Okay. Habe ich die Monster schon mal gesehen? Ja, die sind ertrunken. Oh. Huchi. Huchi. Wasser! Wir sind auf Wasser gestoßen schon wieder. Noch mehr Wasser. Ja, nur der Twitch-Chat wird hier im Stream angezeigt. Das sind Twitch-Regelungen. Sonst werde ich gebannt für immer. Nennen sie einfach Wasserzombie. Achso, es sind Wasserzombies, die das machen. Ah. Und was ist die Lore dahinter? Wieso haben Wasserzombies Kupfer? Weil Mojang das so will. Ah, okay. Ich dachte, da gibt es irgendwie eine deeper Connection. Das heißt, ich muss dann Zombies ertränken. Die diebe Minecraft-Lore. Ja, ich wollte jetzt keine diebe Lore haben, aber irgendwie sowas wie irgendwie so einen kleinen Grund, der irgendwie verständlich ist. Sowas wie zum Beispiel, ja, Lehm ist halt da, wo Wasser ist, weil, ja, ist halt feucht. So, das ist verständlich. Normale Zombies droppen manchmal Eisen, echt? Okay, das sind... Oh, ich weiß die Lore-Chat. Ich habe die Lore verstanden. Zombies waren ja mal früher Menschen. Irgendwelche andere Survivaler. Irgendwelche anderen Crafter hier in dieser Welt, quasi. Und die wurden ja dann gebissen und wurden zu Zombies. Und die hatten natürlich auch Stuff dabei, wie zum Beispiel Eisen. Und wenn du sie tötest, droppen sie manchmal Eisen, weil sie halt Eisen dabei haben, ne? Sind ja, genau, sind vorherige Steves. Und wenn er halt einen Zombie ersüppelt oder halt
Der Steve ist ertrunken und wird unter Wasser zum Zombie, weil er vorher noch gebissen wurde. Und er hat noch Eisen in der Tasche gehabt. Dann oxidiert das Eisen. Und daraus entsteht dann Kupfer. So funktioniert das doch, oder? Jo, fast voll. Es gibt vom Item-Drop-Pool noch Unterschiede, ob sie als Ertrunkene geboren wurden oder ob sie konvertiert wurden. Man kann ertrunken geboren werden? ist hier voll schon? Ist voll. Ja, vielleicht schmeißen wir die anderen jetzt auch noch an. Mal hier, da muss ich nicht immer kriechen. Ich bin voll. Miau. Kupfer ist Eisen, genau. Chemiker. Ich bin Chemiker. Trust me. So, dann ballern wir hier noch ein bisschen was rein, damit die auch hier arbeiten, die anderen zwei. So. Ja, vielleicht haben wir ja gar nicht. Vielleicht haben wir gar nicht umsonst so viel gebastelt. Vielleicht brauchen wir wirklich alle. Ich weiß halt nicht, ob die Lava hinterherkommt. Vielleicht kommt die Lava gar nicht hinterher. Also hier. Die Lava braucht ja irgendwie so 10 Minuten. Ich weiß nicht, ob ein Lava einmal länger als 10 Minuten hält, aber die gefühlt halten die schon recht lange. Guck mal, hier ist schon voll. Hier ist sogar schon voll. Ich bräuchte mehr Eimer. Was wird gebaut? Gerade bauen wir nichts. Ich grinde gerade Ziegelsteine. Tausend Sekunden laut Google, also 16 Minuten, bis das Lava da durchtropft. Oder meinst du, bis die Lava aufgebraucht ist? Vielleicht verdarf der Deschke Eimer. Nee, wenn das jetzt so, wenn das stimmt, was Ricky gerade geschrieben hat, dass 16 Minuten die Lava verbrennt und 10 Minuten die Lava ja entsteht, dann brauchen wir an sich keine Eimer. Dann haben wir theoretisch immer mehr Lava als wir brauchen. Also wir sind quasi im Plus. Du darfst nicht warten mit Lava aufsammeln. Ja, genau. Immer schön jetzt einen Timer nebenbei laufen lassen. Weil ich zurück muss. Ja, Chad, ich glaube, vielleicht muss ich hier wirklich teilweise AFK rumstehen, ne? Gleich bei Frauentausch ein bisschen AFK nebenbei rumstehen? Ach, komm schon. Ach, komm schon. Ja, yeah, schon wieder fast ein Stack-Chat. Damit können wir bestimmt schon mal eine Mauer bauen. Minecraft klein in der Ecke dann aber, ja. Jeder Streamer sollte sich einen Viewer auf den Server holen dürfen, der sich um alles kümmert. Stark. Wer will, Chat?
Wer will für mich die Öfen dabei zuschauen, wie sie Ziegel verbrennen? Wenn ihr Interesse habt, dann schreibt mir eine Bewerbung. Wichtig ist, ihr müsst arbeitslos sein. Fuck! Tja. Warte kurz. Ein goldener Axolotl. Ist der selten, Deschke? Der ist bestimmt super selten, ne? Hat der gerade ein Geräusch gemacht? Zählt Student sein als arbeitslos? Ja, klar. Das ja. Als ob Studenten irgendwas machen. Habe ich noch irgendwo hier ein bisschen Eisen? Für ein paar Eimer. Ich meine, ich könnte bei Deschke Eisen kaufen gehen. Leute, wir gehen shoppen. Lasst uns shoppen gehen. Wenn ich mich gut genug dafür bezahlt, kündige ich. Nee, bezahlt wirst du nicht. Du musst ja nichts machen, du musst ja nur rumstehen. Und ab und zu mal Lava reinkippen. Miau! Jo, wer ist der denn? Ist das der Shopkeeper? wie teuer ist denn das? Ein Stack, ein Dia. Das ist aber Wucher, Alter. Na, Papa hat ein bisschen Geld. Ein bisschen hat Papa Geld. Diese miesen Prankmänner. Lush Cave. Hallo Herr Keggy, hiermit bewerbe ich mich auf Ihre Stelle als Ofenbeauftragter. Besonders hebe ich mich hervor durch meine sehr guten Sprachkenntnisse, die mir vor allem eine reibungslose Kommunikation mit anderen Mitspielern ermöglichen. Mit freundlichen Grüßen, Poppy Kuchen. Tut mir leid. Wir brauchen keine Kommunikation. Du musst die Fresse halten. so, ich habe Eisen. Oh mein Gott, ich krieg's nicht hin. 14 Eimer. Den Rest Eisen behalte ich. So. Timer setzen. Bing, bing. In 10 Minuten sind wir wieder hier. Haben wir frische Eimer? Ui, frische Eimer. Ui, frische Eimer. Oh, ich hätte lieber 4 hier reinkippen sollen, ne? Ui, hier ist noch 2. Wenn Keggy alle Dias aus der Höhle abbaut und damit einkaufen geht, verursacht er damit eine Hyperinflation auf dem Server. Oh, die anderen haben bestimmt schon ultra viele Dias. Und Deschke cheatet halt ja auch noch, das kommt dazu. So, das geht weg, das geht weg, das geht weg, das geht weg, das geht weg. Oh, ich hab da noch. Oh, ich komm da ran. Stark.
Ich muss gar nicht reinlaufen. Ich glaube, die wollen einfach nur, dass im Markt irgendwas passiert. Ich weiß halt nicht, ob da großartig was gekauft wird, so. Ne, überhaupt. Weil, ich denke mal, die aktiven Spieler, die dort auch Shops bauen und so, die haben wahrscheinlich all diese Mats eh selbst en masse, oder? Ich darf auch nicht zu weit weglaufen, ne? Sonst progresst mein Ofen und so nicht. Das weiß ich gar nicht, wie, also... Ja, ich weiß gar nicht, wie weit ich weglaufen darf, theoretisch. Was ist dieses Lied? Sehr leise, ne? Es ist Devil May Cry 5. Zehn Chunks weit. Ja, okay, da bin ich noch voll drin. Lo-Fi Devil Trigger. Nee, es läuft im Spiel. Ich glaube, im Upgrade-Menü, im Shop-Menü? Im Shop, glaube ich. Im Shop läuft das Lied. Oder? Nee, im Shop lief Nikos Lied. Ja, auf jeden Fall ist es aus dem Spiel. Das ist nicht irgendwie ein Remix oder so. Es läuft im Spiel, das Lied. Glaube ich. Wie kann man joinen? Gar nicht. Das ist ein Server von ein paar Content-Kreatoren. Du hast hier nur zu gucken, nicht zu spielen. Und du willst nur griefen, oder? Deshalb fragst du, oder? Du bist bestimmt so ein mieser Griefer. Der macht dann Trollololol und dann sprengt er alles in die Luft. Nein, mir ist langweilig. Dann hol dir eine runter oder so. Gönn dir. Hier ist Eisen. Junge, sogar in den Minen ist Wasser. Ja, die Höhle müssen wir uns mal genauer anschauen, ne? Wollte ich eigentlich heute noch machen. Aber ich habe nicht gedacht, dass das Verbrennen so schnell geht, dass ich quasi hier gerade gegen die Zeit arbeite. Ich dachte, ich mache das jetzt so eine halbe Stunde und dann haben wir eh genug Lehm da drin und genug Lava drin, alles cool und so und ich kann einfach losziehen. Ich merke kleine Rollbacks. Was machst du, Deschke, da mit dem Server? Das wollte ich noch fragen, wie kommst du es nun, dass noch sonntags Minecraft kommt? Ja, weil ich muss ja irgendwie hinterherkommen. Die anderen spielen hier fast jeden Tag. Ich muss irgendwie hinterherkommen. Deshalb, ja, keine Ahnung, wann ich das reinpacken soll. In welchen Wochentag. Ich dachte, Sonntag passt das vielleicht ganz gut rein. Weil Sonntag wir dann da eh super lange ein Game am Stück spielen. Und dann haben wir zum Abschluss noch so eine kleine Abwechslung. Für euch, Chat. Licht für euch. So, bin ich voll? Nee, noch nicht.
Der Mann ist so verloren in seinem Streamplan, keine Zeit für Minecraft, ja. Und währenddessen, während ich mich überlege, scheiße, ich habe nicht genug Zeit, um Minecraft zu streamen, währenddessen überlege ich mir, scheiße, vielleicht sollte ich einen Tag weniger in der Woche streamen. Fledermaus. Die sind aber golden, Mann. Gülden. Wir haben halt hier noch überall, wo das Wasser ist. Ne? Ich habe halt keinen Bock, am Wasser zu bauen, abzubauen. Gleichzeitig unser monatliche Video. Ja, deshalb ja einen Tag weniger streamen. Deschke, ich sehe dich. Hallo. Fertig. Was machst du hier? Ich baue ein bisschen Clay für dich nebenbei ab. Wieso für mich? Wieso nicht? Du hast gar keine Bewerbung geschrieben. Der ist in mein Haus gelaufen. Ich glaube, er bricht ein. Er klaut jetzt mir meinen ganzen Ziegelsteine. Wie viel kommen immer aus einem raus? 20? 4. Oh mein Gott, sag doch das nicht so laut. Arschloch. Er schreckt mich einfach. Gleich hat er eine TNT in meine Base gelegt. Ich glaube auch. Oder kackt in meine Lava-Becken oder so. Miau! Deschke klingt wie ein Geist, der wohl in der Höhle ist. Wir sind ja hier in der Höhle. Eigentlich müsste ich die ganze Zeit so streamen, ne? Hallo? Echo? Für die Immersion müsste ich die ganze Zeit so streamen. Oh Mann, ist das ein langer Arbeitstag mal wieder. Ich muss doch noch Ramo was zu essen besorgen. Kann man sogar in der Mod einstellen, dass man seine eigene Stimme je nach nach Gebiet hallen hört. Seine eigene Stimme hören? Du bist der Einzige, der sie noch benutzt. Oh. Ne, für die Immersion. Huchi. In einer Minute ungefähr sollte das Lava wieder, mein Lava wieder ready sein, oder? Aber ich kam vor fast, ich kam ungefähr vor circa 10 Minuten, oh, lol. Ich kam vor circa 10 Minuten und habe 3 Stück abgeholt und die anderen waren noch leer. Müssen nicht theoretisch jetzt die schon leer waren, eigentlich jetzt schon fertig sein? Ich glaube, 10 Minuten ist das falsch. Oder Minecraft-Zeit ist eine andere Zeit. Oder ich war gerade zu weit weg vielleicht, kurz. Sie ist ja auch cool, aber der Hall ist einfach zu übertrieben oft. Ja, ist vielleicht, wenn man... Ich merke es halt nicht, weil ich meistens hier alleine bin. Klingt traurig. Ist aber nicht. Und dann fällt mir das gar nicht so sehr auf. Aber ja, wenn ihr dann irgendwie die ganze Zeit zusammen da rumrennt oder so und das dann irgendwann ziemlich abfuckend ist, kann ich verstehen. Ich meine, ich bin letzte Woche viel mit Deschke rumgelaufen, aber wir sind auch hauptsächlich draußen rumgelaufen. Und da war es auch nicht so hallend. Deshalb ja. Kann maybe auch die Anzahl an Ziegelblöcken wieder erhöhen, so wie mit Treppen und Falltüren. Was?
Und die Leute reden ja nicht mit mir. Ich habe vorhin versucht, jemanden anzusprechen, krieg per Chat-Nachricht, ich soll meine Fresse halten. Also sie. Ja. Oh. Meine Eimer sind fertig. Zombie hatte bloß In-Game-Chat aus, Kegi. Achso. Ich habe auch nur gesprochen, weil ich plötzlich festgestellt habe, ich habe durchgehend mein Mikrofon an. Sonst wäre ich wahrscheinlich geflüchtet. Ich dachte, es ist weird, wenn er die ganze Zeit da irgendwie mich hört, dass ich rede. Weil ich mit dem Chat rede. Also wollte ich was aus der Situation machen. Boah, ey, das sind echt viele Ziegelsteine, die ich da brauche, ne? Surely war das nicht ernst gemeint, doch? Die hassen mich alle. So bekommst du mehr aus dem Brennen, weil man Vanilla arsch wenig bekommt. Aber ist das nicht gecheatet? Ich meine, ich würde es geil finden, ja. Damit ich halt irgendwann im Leben irgendwas machen kann. Aus 4 Ziegeln 4 Brickblöcke brennen können. Ja, nein. Boah, das ist eine echt gute Idee. Ja, finde das auch voll doof. Okay, Lava, vielleicht wieder ready? Hey, das war nicht gerade derselbe fertig? War nicht gerade derselbe fertig? Wieso ist er nochmal fertig? Ja, theoretisch kann ich, wenn ich 4 Stacks Ziegel habe, kann ich sie auch einfach. Ja, okay, ja. Ja, hast recht. Hast recht. Es ist random, es ist schneller als der Rest. Aber es wurde doch gesagt, es braucht 10 Minuten. Wieso ist es auf einmal random? Ja, der Nippel hier ist richtig stark. Ich mache mal kurz mein Eisenerz fertig. Machen wir kurz eine Eisenrüstung. Mach mir eine neue Axt. Und dann will ich noch heute ein bisschen mich noch in dieser Höhle umschauen, ob wir hier irgendwas Interessantes finden. Da wird eine Beförderung fällig. Der darf bald 2 Kessel managen. Ja, ich bin an sich auch nicht so der Fan von so einem Gecheate. An sich bin ich auch nicht so der Fan von. Aber ich meine, der ganze Server ist mies gemoddet. Wie schon Dash gesagt, dass irgendwie Holz oder irgendwelche Platten oder sowas sind schon gecheatet. Wenn wir Bäume abbauen, platzen die direkt auf. Das ist ja auch schon irgendwie gecheatet. Also Vanilla sind wir eh schon nicht, von Anfang an schon nicht unterwegs, ne? Hm.
Ja, yeah, was heißt, an dem Punkt kann er mir einfach ein paar Blöcke geben. Er hat ja nicht gesagt, wenn ich einen Ziegelstein brenne, bekomme ich 20 Stacks Ziegel. Sondern dass ich halt dann nicht mehr einen aus vier bekomme, sondern vier aus vier bekomme. Das ist ja dann trotzdem noch Arbeit, die ich quasi machen muss. Aber ja, an sich auch nicht so ein großer Fan davon. Und wir haben ja schon viel, Chat. Wir haben ja schon viel. Und wir brauchen ja nicht nur, ne, nur nicht, wir arbeiten ja nicht nur mit der Ressource. Ja, spar dir die Umfrage, Arschloch. So. Was brauche ich noch? Hose und Kopf. Und Schild. Warte. Ich hab's mir, glaube ich, gemerkt. Ja, ich hab's mir nicht gemerkt. Okay, ein Eisen. Morgi hat das Spiel letztens auf Bayerisch gestellt. Sollten wir auch so spielen? Ich habe mal aus Versehen, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, habe ich onstream aus Versehen ja so gemacht, dass plötzlich eine Stimme mir alles vorliest. Das war weird. Das war im Hardcore-Run oder ich glaube noch in einem normalen Run, den ich gemacht habe, wo ich den Enderdrachen besiegt habe im Stream hier, wo dann plötzlich mir alles vorgelesen wurde. Was ist, wenn ich mein Minecraft auf Bayerisch stelle und dann mache, dass alles vorgelesen wird? Wird das mit Dialekt vorgelesen? Das wäre stark. Hatte ich nicht noch Sticks gehabt? Jo, wo ist... Hat das Dash geplatziert? Das hat Dash geplatziert, oder? Ach, hier sind die Sticks. Das kam doch nicht von mir, oder habe ich es vergessen? Kann man den normalen Run noch irgendwo gucken? Nee, ich habe den aber komplett abgespeichert bei mir auf der Festplatte. Vielleicht mache ich dazu irgendwann mal ein Video. Aber den, glaube ich, online gibt es den, glaube ich, nirgendwo, oder? Bin mir gar nicht sicher. Obwohl? Ich glaube nur den Hardcore-Run habe ich. Ich weiß es nicht mehr. Muss mal auf dem VOD-Channel schauen. Bei mir. Muss mal in die Suchleiste Minecraft eingeben. Kurz nochmal nach dem Lava schauen. Aber ich hatte auf jeden Fall Minecraft-Kram auf dem VOD-Channel hochgeladen, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob es nur der Hardcore-Run war. Oder beide Runs, keine Ahnung. Ja, irgendwie verbrennt das doch schneller als gedacht. Es verbrennt wahrscheinlich nicht schneller als gedacht, sondern die neue Lava kommt wahrscheinlich langsamer als gedacht. So rum. Die ganzen Eimer brauche ich auch nicht, ne? Ein bisschen Holz mit. Ähm.
Ja, lass mal ein bisschen schauen, was hier so in der Höhle abgeht, Leute. Oh, das geht mit dem Schild nicht, Leute? Kann ich kein Wasser einmal füllen mit einem Schild? Wie funktioniert das? Oh, da, okay. Jetzt hat funktioniert. Hä? Wieso ist mein Eimer wieder leer? Okay. Ja, ich wollte mich ein bisschen umschauen, Leute. Ich hoffe, wir finden ein bisschen Kohle unterwegs, damit ich mir ein paar Fackeln machen kann. Können wir uns das merken? 380 minus 380 minus 12. Merken wir uns das? Das merken wir uns, oder? Bekomme irgendwie Lust, Minecraft Hardcore zu spielen, wenn ich dich das Spielen sehe. Ja, let's go. Mach eine Minecraft-Welt auf. Oh, hier ist Lava. Ich hab nach Lava gesucht. Ich habe sogar Lava gekauft. Wenn ich so eine Fackel in der Hand halte, ist es auch heller, ne? Ich könnte theoretisch überall hier Fackeln platzieren, aber ich habe halt keine Kohle, ne? Oh. Das ist eine Minispinne. Die 3800 sind wichtig, ist das so? Da ist ein Spawner. Da ist noch ein Spawner. Dir. Kohle? Aber Fackeln. Leuchtbeeren, die sind bestimmt geil, ne? Kürbissamen, nimmer stark. Melonen. Da können wir uns irgendwann mal eine kleine Farm machen. Ich hab immer noch gar keine Essensquelle. Ich sehe da hinten einen Namen. Ich soll mich im Spiel muten? Okay. Einfach seine Aufnahme gestört. Er ist da so. Willkommen, meine Freunde. Und willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft. Und im Hintergrund so. Junge, wie viele kommen da? Ich glaube, das sind ein Zombie-Spawner oder so. Ich höre dich die ganze Zeit doppelt, ach so. Was machst du überhaupt hier? Was suchst du hier? Ich habe festgestellt, man kann nicht... Doch, es geht. Ah, okay. Wenn ich an der Wand dran bin und Rechtsklick drücke, dann lege ich eine Fackel. Aber wenn ich nicht an der Wand bin, dann halte ich halt Schild nach vorne. Deshalb war ich gerade verwirrt, wieso ich nicht... Ich wollte halt den Skelett blocken. Hast du irgendwie gemoddet, dass es mehr Dias gibt? Weil ich habe ja... Wenn ihr euch noch erinnert, im Hardcore oder im normalen Run... Habe ich ja super lange in so einer Mine verbracht. Irgendwie, ich war irgendwie 3 Wochen in so einem riesigen Minenkomplex drin. Ach, scheiße. Und ich habe keinen einzigen Diamanten dort drin gefunden. Und jetzt hier schon 2. 5 Minuten drin, schon 2 Stück gefunden.
hab doch geblockt. Ich hab doch geblockt. Oh mein Gott, die Gang! Bombo-Kombo! Nein, ich will doch nicht looten! Ich sterbe hier drin, Chat. Achso. Brad, Brad. Oh, Alter, ein verzauberter goldener Apfel! Der ist bestimmt richtig gut. Den hat immer Stegi und MC Expert bei Velo benutzt. bei Velo, bei Varo. Velorant einfach. Und Monomo, Dankeschön für 27 Monate. Hab geschrien, als er den Spawner kaputt gemacht hat. Wieso? Wieso darf ich nicht kaputt machen? Ich meine, in meinem anderen Run habe ich ja immer einfach eine Fackel draufgesetzt. Hättest eine Farm bauen können. Für Skelette? XP, ja, aber für eine XP-Farm brauchst du doch keine Spawner. Ich habe schon auch im Hardcore-Run eine EP-Farm gebaut. Und da brauche ich auch keine Spawner. Digga, da wurde einfach nur ein Turm gebaut. Und dann Yalla. Und Vivi, danke schon für 50 Monate. Das sieht irgendwie menschengemacht aus hier. Ja, Knochen sind mies nützlich. Ja, für Dingens, oder? Für Knochenmehl oder für was noch? Für was brauche ich die denn sonst? Und ich habe mehrere Spawner in der Nähe von meiner Lush Cave Base. Da gibt es mehrere Spawner. Da ist direkt einer sogar 2 Meter neben meiner Base. Alles gut. Wir werden schon genug Erfahrungspunkte finden. Die Frage ist nur, werde ich den Weg zurückfinden? Hä, war ich nicht gerade hier? Ich denke mal, das ist die Antwort. Nein, werde ich nicht. Scheiße, es ist ein Creeper-Chat. Hab ihn. Weggesniped, Alter. Oh, man. Smashy, danke schön für 21 Monate. Da ist eine Spinne. Brauchen wir Goldchat? Nee, ne? Da ist noch ein Spawner, siehst du? Zombie-Spawner. Vermutlich. So? Seid ihr zufrieden? Eine Goldfabrik? Junge. Vielleicht ein paar Goldelemente in der Fabrik einbauen? Jo, ich habe eine Schallplatte, Cat. Goldener Rossharnisch. Ach du Scheiße. Eiserner Rossharnisch, Kohle, nice. Kohle ist wichtig. Da, seht ihr Knochen? Haben wir jetzt genug. Rote Betesamen.
Warum hast du kein Schwert? Axt ist stärker. Kann man Name-Tags... Junge, noch ein Harnisch. Noch eine Schallplatte. Ein Eimer. Ich mache einen Shop auf, Chat, für Rossharnische. Einen Sattel mitnehmen? Ich habe halt nicht so viel Platz, ne? Ja, ich meine, eine Katze hat schon einen Namen. Ja, an sich bin ich gar nicht so weit weg, ne, von der Base. Ich bin ziemlich wieder am Anfang. So weit weggelaufen bin ich gar nicht. Aber das ist ganz gut, weil mein Inventar ist voll. Fast voll. Anonymous, du Legende. Wer auch immer du bist, Kuss. Danke für den Support, Mann. Diese Dias immer noch an der Decke, die ich immer noch nicht abgebaut habe. ist immer noch die Lush Cave hier. Hier. Was ist das für ein Spawner? Was ist da drin? Eine Spinne. Die sind bestimmt auch wichtig, ne? Deren Giftdrüsen. Mayo, ey, Ramo, was geht ab? So, 46 Dias, Chat. 46. Mach mal die wichtigen Sachen in die linke Kiste. Und der Schrott in die rechte. Für ein bisschen mehr Übersicht. Kohle benutze ich gleich. Rossharnisch. Kann ich so ein goldenes Rossharnisch meinem Sniffer aufsetzen? Ich habe ja so einen süßen Sniffer. Hab das Gefühl, der Soundtrack kommt heute schon dreimal. Ja, dann skippe ich ihn. So. Wie sieht's mit meiner Lava aus? Ich war ziemlich weit weg. Was heißt jetzt ziemlich? So weit war ich nicht weg, aber. So. Die ganzen Dias kannst du jetzt bei Dashke für eine bessere Rüstung ausgeben. Die ich dann 5 Minuten später verliere. Nee, ich sammle Dias, ganz viele. Und dann, wenn das finale Event kommt, dann muss ich nicht aufholen mit Rüstung. Dann gehe ich einfach bei Dashke die Netherite-Rüstung kaufen. Sind noch alle am Brennen, ne? Klauen wir bei der Skala. Das klingt eigentlich ganz geil. Klauen ist schon Spaß. Oh, da hat die Baldeschke Leben reingelegt. Ich wollte mir noch die Mod runterladen, mit der man alles sortieren kann. Habe ich nicht getan. Das brauche ich alles später bestimmt. Das ist wichtig. Knochen sind auch wichtig, hat Chat gesagt. Die Eimer können wieder weg.
Richtige Lehmkiste. Ja, Mann. Guck mal, sind doch schon einige Ziegelsteine hier. Ja, guck. Wir brauchen gar keine Cheats. Brauchen wir keine Cheats. Auf Dashkes Server habe ich eine Slotmaschine gebaut. Zwei Dias rein und man bekommt entweder mehr Dias oder Kohle. Das hat mich auf dem Server reich gemacht. Arschloch. Dann nutzt er die Spielsucht einfach aus. Deshalb hat Deschke sich einen neuen Server gesucht. Der kann da nicht mehr spielen auf dem Server. Weil sobald er sich dort einloggt, will er direkt an die Slotmaschine. Wir hatten auch. Moment. Wir hatten da hinten. Wo ich gerade hergekommen bin. Da kann ich schnell Lava abholen. Da war einfach so ein kleiner Lavabecken. Super easy erreichbar. Diese Axolotls, ich habe so viele hier. Ich könnte eine Axolotl-Armee machen und damit den ganzen Server unterwerfen. Zack, zack, zack. Joink, joink, joink. Vier neue Lava-Eimer. Oder du machst alles spielsüchtig. Nee. Ich muss doch die Fabrik bauen. Wir machen einen Gundam Axolotl. Axolotl einfach. So, was mit dem anderen Scheiß? Noch ein paar Fackeln. Zack, zack, zack. Der Stein kann weg. Oh, da ist noch Ziegel. So, wir können nochmal losziehen. Eine kleine Runde machen. Baustadt, Fabrik, einfach ein Casino. Nee, 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 nee. Ich habe ein Typo im Stream. Im Streamtitel. Das tatsächlich. Ja, eine Ziegestein. So. Was wollte ich? Losziehen wollte ich, ne? Keggis meist bewundertes Wort heute, Miau. Immer. In jedem Stream. Warte, bevor ich gehe. Das wollte ich noch machen, bevor ich gehe. Nee, nicht hier auf Twitch. Nehmen wir die noch mit. So.
Okay. Wo wollen wir denn hinziehen? Ein bisschen umschauen, was hier so Schönes gibt. Moment, in die Richtung war das, glaube ich, oder? Wo man so richtig tief reingehen konnte. War das in der Richtung? Nee. Irgendwo konnte man so super weit nach unten schauen. Da ging es noch richtig tief rein. Aber wirklich, diese Lush Cave, das Beste, was mir hätte passieren können, Mann. Ich habe ja am Anfang dann mir diese kleine Höhle gebaut, wo ich gesagt habe, hier sammle ich so meine Startressourcen, ne? Aber dadurch, dass in dieser Lush Cave halt so viel Dias direkt zu Beginn waren, konnte ich halt quasi diesen Anfangsstep mehr oder weniger komplett skippen. Indem ich mir für die Dias einfach fett shoppen gehe. Das war wirklich stark. Der hat eine Hose an. Eine Malocha-Hose. Habt ihr das gerade schon da hinten gesehen, Chat? Ach du Scheiße. Habt ihr das gerade da hinten gesehen? Joho, Leute. 1, 2, 3, da, nee. Da hinten. Da unten. Was ist das hier für eine Höhle, Alter? Aber wie geil die Höhle auch aussieht, oder? Streamer Luck, glaub mir, glaub mir. Diesen Luck, den ich hier habe, hätte ich mir in meinen anderen Minecraft Runs hier im Stream gewünscht. Da hatte ich sehr viel Pech gehabt. Ich verdiene es, mal Glück zu haben in diesem Spiel. Oh, Lag. Rollback. Da noch irgendwie hoch. Boom, 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 boom! Hier ist Deschke Admin. Der hat die Lush Cave handdesigned. Ehrenmann. Danke, Deschke. Wo sind die Dias? Da sind sie. Und jetzt kommt so ein Bogenschütze. Piu-piu! Piu-piu! So! Springen und beim Landen, kurz vorm Landen, Wassereimer? Schaffe ich das, Chat? Da war links noch einer.
Nee, das ist keiner. Tust nicht. Schaffst du nicht. Gamba. Ich meine, ich habe das schon mal versucht. Also mehrmals schon versucht. Und es hat einmal geklappt. Das war, glaube ich, sogar beim Ender-Drachen-Fight. Da habe ich es, glaube ich, sogar geschafft. Ja, komm, wir gehen normal runter, okay? Ansonsten Wasser an Wand. Ja, aber dann muss ich ja irgendwo unten Wasser finden. Damit ich wieder Wasser habe. Ja, werden wir schon finden, oder? Wir wollen demnächst zum Andy. Ja, meinte Deschke, dass ihr diese Woche das machen wollt. Wisst ihr schon wann? Da oben einfach mittendrin. Als ob ich jetzt da hochklettere. Einfach die Säule unten kaputt machen, dann fällt das runter, ne? Typisch Handy. Ich brauche mehr Blöcke. Und dann wäre halt geil, wenn ich jetzt hochkommen könnte. Also wenn ich mich hochbaue und dann hätte ich noch einen Wassereimer. Dann wieder runter. Fully sicher nicht, der muss noch aus der Bronzezeit raus. Hat Fully schon Dias? Sie kann einfach shoppen gehen bei Deschke oder so. Aber ja, an sich würde ich gerne mitmachen, ja. Er hat einen verzauberten Bogen. Einfach das Starke. Fully hat fast zwei Stacks. Ja, dann kann er irgendwie bei Deschke und bei Maeve einmal kurz shoppen gehen und der ist sowas von raus aus der Bronzezeit. Da oben sind Dias. Ich glaube, ein bisschen von Fully. Ich hätte eigentlich meine ganzen Eimer mitnehmen sollen, ne? Was war das? Oh, Junge. So ein kleiner. Leck. Ich hätte meine ganzen Eimer mitnehmen sollen, ne? Und hätte sie eigentlich hier alle mit, ich wollte Olivenöl sagen. Mit Öl befüllen, mit Lava befüllen können. Ja, da geht's auf jeden Fall noch rein. Olivenöl einfach. Da ist irgendwie eine Familie oder so. Eine Hexe ist das. Die hat die heraufbeschworen. Das ist eine Nekromantin. Habt ihr eigentlich auf dem Server schon einen Warden getötet? Gibt's schon einen Kill? Scheiße, ich wollte essen. Die Hexe könnte echt mies werden. Nee, nee, ich mach die schon. Ja, da, siehst du? Wer ist der denn? Frankensteins Monster oder so? Hat die was gedroppt? Ich glaube nichts Besonderes. Der ist gerade in der ersten Woche gemacht, Freak. Junge, wie tief geht es denn hier?
Hat Deschke aber irgendwas noch nicht gemacht? Den Enderdrachen hat er noch nicht gemacht. Den hat er den anderen überlassen. Oh. Wo kommen die alle her? Mit Holzschwert in Lederrüstung. Ach so. Deschke hatte schon in der ersten Woche eine komplette Netherite-Rüstung. Was liegt denn da unten auf dem Boden? Ach, das ist von so einem, ja. Von so einem Tintenfisch oder so. Wenn Deschke könnte, wäre der Enderdrache schon in 3 Stunden tot. 3 Stunden? Ich habe ihn vorhin noch gefragt, ob ich schon ein Enderportal gefunden. Er hat nein gesagt. Aber ich glaube ihm kein Wort. Er hat schon einen Teleporter dahingestellt. Der quengelt sehr, was den Enderdrachen betrifft. Ja, der will wahrscheinlich ins Ende und dort ein bisschen exploren. Da gibt's ja so eine Elytra, oder wie die heißen, diese Enderfestungen. Der Junge hat ja schon das quasi außerhalb vom Ende wahrscheinlich schon alles komplett durchgegrindet. Und wartet auf Content. Der Junge ist heiß. Das ist ja so Frankenstein. Dash gewartet auf da End-DLC. Ja, wir sind alle gerade noch bei Margit. Und Dash wartet schon auf Elden Ring DLC. Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Ah. Ich werde beim Kampf daneben stehen, Kekse essen und lachen. Ach, so einer ist er. Guck mich an, ich bin Deschke, ich bin viel zu krass für den Enderdrachen. Macht ihr mal, Kinder. Ihr macht das schon, Kinder. Alle bereiten sich Rüstungen vor, leveln, damit sie was verzaubern können. Dash gebackt währenddessen Kekse. Leck. Wow! Ich habe überlebt. Huch. Ich muss langsam nach Hause. Kennt jemand den Weg nach Hause? Am besten wieder unten lang, ne? Jetzt geh doch da rein! Einfach zurücklaufen zu meinem Wasserfahrstuhl. Den ich irgendwo platziert habe.
Chat, wo habe ich ihn platziert? Nicht hier, ne? Junge, diese Cave. Die ist so riesig. Wie, wir sind auf normal gewechselt. Wie sind wir auf normal gewechselt? Wann das denn? Schon die ganze Zeit? Und jetzt wurde mir letzte Woche noch damit darüber gesprochen, wurde gesagt, wir sind auf hart. Der sollte nur für einen Abend auf hart. Okay. War das nicht da hinten? Ich glaube, das war da hinten, ne? Dieser Miese! Scheiße, der war... Doch, der ist hier. Hab ihn. So, hier komme ich her. Dann schnappe ich mir nochmal den Eimer. Eimer Wasser, wieder zurück. Wir lassen alles wieder so, wie es war. Tatsächlich sind viele echt gestorben deswegen. Sterben gehört dazu. Dann kam ich von hier. Glaube ich. Oder von da? Nee, von da kam ich, glaube ich. Doch, von hier kam ich. Okay. Ja, da ist meine Tür. Gefunden! Nice. Mein Lava ist ready. So, wie viele Dias haben wir jetzt? Jo, schon ein, über ein Stack, Leute. Schon über ein Stack. Aber ja, ich musste langsam zurück, weil meine Axt schon fast kaputt, ne? Eisen habe ich auch gefunden, ein bisschen was. Nice. Miau! Und ich habe einen Kombi von einen Kopf von einem Zombie-Villager. Lol. Hey, voll geil. Ich habe sogar zwei. Nee, das ist ein Weaponsmith. Alter. Eimer. Nee, der SMP ist nicht öffentlich. Nee. Die Augenklappe ist cool. Aber die ganzen Dias, die ich sammle, die brauche ich eigentlich gar nicht wirklich zum Craften. Das ist eigentlich, ich sammle quasi einfach nur eine Währung. Weil, wieso soll ich mir eine Rüstung craften? Wenn ich einfach bei Dashcam eine kaufen kann. Die ist dann wahrscheinlich sogar verzaubert oder so. Ja, ich bin Zombie. Die ist nicht gut verzaubert. Schauen wir mal. Was hat Deschke da verzaubert? Der Schneemann, Mann. Hier. Rüstung, Rüstungshärte, Rüstung, Rüstungshärte. Okay, ist das das Gleiche? Wie teuer? Zwei Dias, das ist ja gar nichts. Acht Rüstungen, zwei Rüstungshärte. Achso, ich lese das Falsche, lol. Da oben, Haltbarkeit plus zwei und Schusssicherheit. Ich bin dumm. Haltbarkeit plus zwei. Oh. Haltbarkeit plus zwei. Okay, ist alles das Gleiche.
Schusssicherheit, Schusssicherheit, Schusssicherheit. Haltbarkeit, Haltbarkeit, Haltbarkeit. Ja, kein Federfall. Was soll ich damit? Ja, Haltbarkeit ist, denke ich mal, ganz nett so für Bann 1, Haltbarkeit. Ist vielleicht so ganz interessant für... Oh, stimmt, das ist immer meiner. So interessant vielleicht für so ein bisschen sowas, was ich gerade gemacht habe. Bisschen rumlaufen, exploren. Aber für den Enderdrachen wird das wahrscheinlich nicht reichen. Bei Mogir gibt es ein volles Verzauberungsset mit 15 Bücherregalen für 5 Dias. Deschke. Ach, hier ist es nicht. Buch mit Feder. Du kannst es sogar einbauen lassen. Was soll ich einbauen lassen? Bei den Sonderangeboten war's? Ich dachte viel bei dem zu Hause oder so. Anfänger aufgepasst, Verzauberungskit, Einbau gratis. Ach, dass ich mir direkt einen Tisch bauen kann mit Bücherregalen. Das Ding ist aber, das ist an sich ganz geil, ja. Aber einerseits kann ich einfach bestimmt zu so einem Maeve nach Hause gehen und bei ihm zu Hause verzaubern. Und andererseits brauche ich halt Erfahrungspunkte. Dafür müsste ich mir dann irgendwie eine EP-Farm machen oder so. Damit ich öfters mal rerollen kann quasi die Stats, um etwas zu finden, was gut ist. Widerlicher bist du. Oh, ich habe ein Buch genommen. Haltbarkeit 3. Mhm. Ich werde dich bei Maeve gleich blacklisten. Moggy hat eine XP-Farm für 25 Dias die Stunde. Ich muss mir nicht mal eine XP... Chat, ich brauche hier gar nichts mehr. Ich brauche keine Eisenfarm. Ich brauche keine EP-Farm. Ich muss mir keine Rüstungen craften. Ich gehe einfach mies shoppen. Die haben schon alles. Ich gehe einfach shoppen. Ich glaube, hier ist jemand gestorben. Zombie-Farm ist echt mies für XP. Also die ganzen Monster, die geben auch unterschiedliche Erfahrungspunkte. Ich hatte ja in meinem Hardcore-Run habe ich halt so eine XP-Farm gebaut, so ganz weit oben in der Luft. Im Dunkeln, dass die dort alle spawnen, so ohne Spawner. Und da war es eigentlich ganz okay. Also ich hatte recht viele Erfahrungspunkte dadurch bekommen. Ging eigentlich recht fix, dass ich an was rankommen konnte, was ich brauchte. An Verzauberungen. Ging eigentlich recht fix. So einer Zombie auf dem Server. Oh, also haben wir sogar schon so eine. Die ist an sich auch gar nicht so schwer zu bauen. Dafür brauchst du ja nicht wirklich irgendwie großartig besondere Mats oder sonst was. Du brauchst nur Wasser, diese Platten und Steine und das war's. Und das war's eigentlich schon, ja. Ist noch jemand da? Fisch kommt Zombie. Ist mal was, das triggert mich. Oh Mann, ey. Der Schneemann ist ausgebrochen.
Die muss aber noch, muss ich noch upgraden. Ich war schon lange nicht mehr hier. Ich war generell nur einmal hier. Nie weitergebaut, doch so. War das hier schon so fertig? Oh, Schleim. War das hier schon so fertig oder hast du das selber gemacht? Das sieht so aus, als wäre es schon von Anfang an so. Ich habe nur eine halb kaputte Axt. Oh, das war's. Das ist gebaut, okay. Sieht sick aus. Ja, Chat, an sich sind wir heute durch, ne? Sand und Terrafarm. Moment, das habe ich gar nicht gesehen. Was ist das denn? Ja, okay. Ich habe das bekommen, was es verspricht. Es gibt hier Sand. Ja. Weiß nicht, was ich da erwartet hatte. Weiß nicht, was ich da erwartet habe. Keine Ahnung. Ja, Chat, vielleicht fangen wir beim nächsten Mal an, was zu bauen. Wir haben jetzt auf jeden Fall einiges an Ziegelsteinen. Vielleicht fangen wir demnächst an, hier was zu bauen. Was? Pfeift nicht an. Vielleicht. Nein, nein, wirklich. Wirklich. Ich meine, der Spot wurde mir jetzt auch genommen. Von Sean. Der Platz wurde mir von Tesi genommen. Ja, ich denke dann irgendwie da hinten oder so. Du streamst Sonntag wieder Minecraft, oder? Ja, aber etwas später. Ansonsten, ich kann auch theoretisch früher anfangen, ja, mit Minecraft. Wir können Sonntag versuchen, ja. Schild hinstellen hilft. Ja, ich habe nicht erwartet, dass da jemand was baut. Also da bei Tesi hinten, das war ja, dass Tesi da angefangen was zu bauen, denn die ist ja, ich habe ja da schon was angefangen abzubauen. Ich habe da ja schon angefangen, ein bisschen zu terraformen. Und die hat das nicht gesehen. Ich hätte ein Schild machen können, ja. Und da in der Ecke dachte ich mir nur, vielleicht könnte man da was machen. Jetzt, wo Tesi mir den Platz weggenommen hat. Aber da habe ich auch noch nichts gemacht. Deshalb ja, ja. Ich hätte ein Schild hinstellen können. Nächstes Mal ist dann der Spot auch da hinten weg. Ja, ich werde schon Platz finden. Anzeige ist raus. Wohne in Morgis Wand einfach. Wieso wollt ihr alle, dass irgendjemand in irgendeiner Wand bei jemandem wohnt? Ich hab hier meinen schönen Ort mit meinem kleinen Sniffer, okay? Ich hab hier meinen schönen Ort. Da, guck mal, der begrüßt mich direkt. Wo kommt der Schneemann her? Wo kommt der denn jetzt her? Es ist einfach fast so, als ob es zum ersten Mal Weihnachten wäre, Mann. Ein weiterer Guardian. Na, ich merke schon. Mein Zoo wird hier immer größer und größer. Obwohl ich hier nichts mache. Oh Mann. Ja gut. Das war doch mal wieder ein Abenteuer-Chat. Wann blaues Axolotl? Ja, können wir theoretisch machen. Wir können die theoretisch züchten, ne? Bestimmt machen wir ein blaues Axolotl. Und dann verkaufe ich Stashka. Ach, Stashka hat schon bestimmt 50 blaue Axolotls. Ne?